Die Bismut hat uns in dieser Sendung schon einmal beschäftigt. Passend haben wir dazu aus unserem Archiv einen weiteren Beitrag herausgesucht. Den gibt's hier gleich nach dem zweiten Nachrichtenblock von Kabel Plus. Mitgliederversammlung des Bauernverbandes. Zu ihrer traditionellen Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder des Kreisbauernverbandes am 25. Februar in Pasterstein getroffen. Im Saal des Gemeindezentrums zog der Vorstand Bilanz und benannte die Schwerpunkte für die aktuelle Arbeit. Im Anschluss gab es einen Vortrag zur Bundesdüngeverordnung und den sogenannten roten Gebieten. Ehrenberger Grundschüler zu Gast im Landtag. Mädchen und Jungen der Klassen 3 und 4 der Freien Känguruschule haben den Thüringer Landtag in Erfurt besucht. Hier gab es eine Führung durch das Haus und danach ein Treffen mit dem Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Blödner. Der linken Politiker informierte über seine Arbeit in Erfurt und die Aufgaben eines Landesparlaments. Mehr dazu in einer Woche bei Kabel Plus. Benefizradtour nach Schmölln. Die Schmöllner Benefizradler starten wieder zur gemeinsamen Tour. Vom 12. bis 19. September sollen auf einer Rundreise Gemeinden in Deutschland mit dem Namen Schmölln angesteuert werden. Für die anspruchsvolle Tour sind noch einige Plätze frei. Interessenten sollten über gute Kondition, ein Fahrrad und eine Woche Urlaub verfügen. Der Erlös der Fahrt kommt in diesem Jahr neuen Außengeräten auf dem Schulhof der Grundschule Schmölln zugute. In den vergangenen Jahren hatten die Radsportfreunde die drei Schmöllner Partnerstädte besucht.